Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner monatlichen Müllansammlungsveranstaltung, wie ich es mal nennen mag. Ja, heute ganz gammlich. Ich habe mir einfach einen bequemen Pulli angezogen, weil es unheimlich kalt geworden ist und ich einfach, ja, heute so ein bisschen im Sonntagschill-Modus bin, obwohl heute Dienstag ist, aber wir haben Feiertag und morgen auch und deswegen drehe ich dieses Beauty-Video, beziehungsweise dieses Aufgebraucht-Video mit Beauty, Haushalt, was habe ich noch? Ja, Pflege, alles, was so quasi an Müll anfällt und was euch interessieren könnte, worüber euch vielleicht eine Meinung interessiert. Und diesen Monat ist die Tüte relativ voll, aber ich glaube, es sind viele, viele Dinge leer geworden, die einfach lange brauchen, um leer zu werden und wo ich einfach mal wieder einiges zu sagen kann. Deswegen wird das Video sicherlich ein wenig länger, ich schätze nicht unter 45 Minuten dauern. Deswegen nehmt euch was Schönes, Heißes vielleicht zu trinken und vielleicht auch was zum Snacken, weil, wie ihr das schon von mir gewohnt seid, es kann mal ein bisschen länger dauern. Und ja, da ich morgen mit der Family unterwegs bin und wir dann schön abends Raclette machen, drehe ich das Video jetzt heute, damit das hoffentlich bis morgen dann online kommt, dass es alles bearbeitet werden kann und hochgeladen werden kann. Hier im Hintergrund seht ihr meinen Glossybox Adventskalender. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe ihn auf Instagram gepostet und euch auch in meinen Stories schon so gezeigt. Und ja, er ist wunderschön und ich habe gedacht, ich stelle ihn mir mal hier in den Hintergrund, damit ihr den seht. Und ja, also für alle, die es interessiert, was in diesem Adventskalender drin ist, ich werde dann ab 1. Dezember, vorher werde ich den Kalender nicht öffnen, wie das einige YouTuber ja machen zurzeit, aber ich werde mich da auch nicht spoilern lassen und nirgendwo reingucken, weil ich möchte mich wirklich überraschen lassen, was in diesem Kalender drin ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, ab 1. Dezember werde ich auf jeden Fall in meinen Instagram-Stories jeden Tag posten, was in dem Türchen, jeweiligen Türchen bzw. Päckchen, weil Türchen sind es ja gar nicht, enthalten ist. Und eventuell, wenn das gewünscht wird, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Das wurde nämlich schon unter meinem letzten Video ein paar Mal gewünscht. Dann kann ich das auch so ein bisschen zusammenfassen, zum Beispiel, was weiß ich, die ersten 5 Türchen, dann Türchen 6 bis 10 und so weiter und dann eben immer ein Video hochladen. Ein kurzes kleines Video, in dem ich dann eben die Türchen zeige. Wenn ihr euch das wünscht, dann ab in die Kommentare. Wenn viele sich das wünschen, dann mache ich das natürlich auch sehr gerne. Aber nichtsdestotrotz, wir legen jetzt los und fangen jetzt einfach mit dem Müll an. So, da ist so vieles, kommt meine Tüte jetzt erstmal nochmal runter und ich nehme erstmal so ein paar große Produkte raus und dann, wenn die Tüte sich leert, kommt die wie immer auf meinen Schoß. Hier steht meine Wäschekiste und da wird alles reingeschmissen, also wenn es klappert, nicht wundern. Ich habe als allererstes leer gemacht vom Rossmann eine Mundspülung, die hatte ich mir notgedrungenerweise gekauft, weil ich ja nicht zum DM kam. Und zwar war die im Angebot, das ist hier die Perlodent Med Extra Weiß Mundspülung. Hier steht drauf mit Whitening Effekt für weißere Zähne in nur 28 Tagen, mit Fluorid, ohne Alkohol. Ich glaube da ja nicht dran, dass sie jetzt besonders weißere Zähne macht, aber nichtsdestotrotz war die okay. Nur bin ich jetzt froh, dass ich wieder meine Mundspülung vom DM bekommen habe. Aber der DM-Haul, der ist noch nicht online, kommt aber die Tage dann auch. Und ich wollte jetzt erst mein Aufgebraucht-Video hochladen, weil das sozusagen ja immer Ritual ist am Ende des Monats. Also, ich fand die nicht schlecht. Würde ich sie mir nachkaufen? Wenn ich keine andere bekommen würde, würde ich sie mir nachkaufen. Aber an meine Lieblingsmundspülung von Dontodent DM kommt sie jetzt nicht ran. Aber wenn ihr die mal ausprobieren möchtet, die ist wirklich solide. Kein schlechtes Produkt. Dann habe ich leer gemacht ein Trockenshampoo von der Marke Batiste. Ich denke, die Marke ist jedem bekannt. Das war jetzt die Richtung Marrakesch. Ist mal was anderes, finde ich gut, weil ich kann mit diesen süßen Düften nicht so viel anfangen. Ich hatte mal Kirsche, das war mir zu süß. Dann hatte ich mal dieses Blumige, das war okay. Dieses Blush.
Und jetzt dieses Marrakesch fand ich bisher mit am besten, weil das so ein bisschen orientalisch riecht. Und ich mag es halt, wenn die Düfte so ein bisschen Sandelholz, ein bisschen schwerer sind, so in die Richtung gehen. Und ich benutze Trockenshampoo nicht allzu oft, deswegen wird so eine Pulle bei mir, steht die bestimmt, was weiß ich, mehrere Monate, bis eine leer geht. Aber so mal, wenn ich wirklich nicht schaffe, meine Haare zu waschen und ich wasche schon nur jeden vierten Tag und ich möchte dann doch noch einen fünften Tag hinauszögern, weil ich keine Lust habe oder krank bin oder sonst irgendwas und mich mein Ansatz doch irgendwie stört, dann sprühe ich ein bisschen was rein. Ab und zu auch, wenn der Ansatz einfach nicht mehr so schön aussieht, manchmal ist das ja hormonbedingt schon einen Tag früher oder so, dann kann dieses kleine Schätzchen auf jeden Fall weiterhelfen. Wie gesagt, kommt nicht ganz so oft zum Einsatz, aber wenn, ist es für mich das bestbewährteste und ich mag auch lieber die als die eingefärbten, weil dieses eingefärbte für dunkelbraune Haare, das hatte ich auch schon und das hat bei mir einfach abgefärbt. Da hatte ich dann beim Einarbeiten hinterher dunkle Finger und jedes Mal, wenn man sich in die Haare gepackt hat, ist das abgefärbt und da hatte ich keine Lust drauf, weil das auch auf Klamotten und so weiter abgefärbt ist. Und das hier hinterlässt zwar am Anfang einen kleinen Schleier, aber wenn man das gut einarbeitet, ist der weg und dann ist es top. Und von daher bin ich mit dieser Richtung oder mit den nicht eingefärbten Richtungen zufriedener als mit den eingefärbten, weil die halt, wie gesagt, einfach auf meine Kleidung und Finger etc. abfärben. Ansonsten ist ein gutes Produkt, habe ich auch schon wieder nachgekauft, steht auch schon wieder in meinem Bad. Dann ein Haushaltsprodukt hatte ich euch, glaube ich, im Rossmann Hall vor einem Monat gezeigt. Ja, ist jetzt schon wieder leer gegangen. Was heißt schon wieder, ne? Hält ja eigentlich einen Monat, aber es kommt mir immer so vor, als ob ich ständig Klopapier kaufe. Ich habe von Alouette hier diese Limited Edition, das dreilagige, 8 Rollen. Aufgebraucht. Das war hier in so einem maritimen Meeresdesign, sage ich mal. Und das hatte einen frischen Duft. Das war vollkommen okay. Kostet 1,99 € und würde ich mir jederzeit wieder nachkaufen. Habe aber jetzt eins beim DM geholt. Dann habe ich von Rossmann Rubinlicht 90 Teelichter aufgebraucht. Das sind die ganz stinknormalen Teelichter, Qualitätsteelichter, die 4 Stunden, glaube ich, brennen sollen mindestens, in Deutschland hergestellt werden und die dann einfach von alleine wieder ausgehen. Die habe ich immer abends brennen und die lasse ich auch meistens dann komplett runterbrennen. Jetzt wird es ja sowieso durch die Zeitumstellung noch früher dunkel und da neigt man ja dazu, noch früher Kerzen anzumachen. Und da finde ich, sind 4 Stunden völlig okay. Dann gehen meine Kerzen aus und dann ist gut. Von daher habe ich so einen Pack auch schon wieder nachgekauft. Dieses Mal allerdings beim Penny. Da gab es ein Angebot für 100 Teelichter für 2,99 €, also unter 3 € knapp. Fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich mir die danach gekauft. Da gucke ich immer so ein bisschen, wo ein gutes Angebot ist. Aber letztendlich ist das auch ein Nachkaufprodukt, weil es einfach nicht schlecht war und getan hat, was es sollte. Und wie gesagt, bei Teelichtern gucke ich einfach, wo was gerade im Angebot ist oder wo ich gerade, in welcher Drogerie ich gerade bin. Ja, dann hatte ich mir von Domol feuchte Allzwecktücher gekauft. Das erste Mal von Rossmann, weil ich nicht zum DM kam und ich unbedingt welche brauchte, weil ich immer gern eine Packung zumindest zu Hause habe, auch so zum Abstauben, wenn ich faul bin. Und da hatte ich mich dann für die Richtung Apfel entschieden. Das sind hier diese grünen. Und ja, die haben gut geduftet. Allerdings ist mir Apfel einfach zu langweilig und ich freue mich, dass es jetzt wieder Granatapfel bei DM gibt. Und ja, seid gespannt auf mein DM-Haul. Aber zur Not, wenn die im Angebot sind, sind die auch sehr, sehr günstig. Da kosten die, glaube ich, nur 95 Cent. Ist es auf jeden Fall ein Produkt, was ich mir immer wieder zwischendurch nachkaufen würde, wenn ich nicht zum DM komme. Dann ein Haushaltsprodukt und zwar habe ich ein Waschmittel, ein Vollwaschmittel von Coral geleert. Das habe ich überwiegend für weiße oder helle Wäsche benutzt, weil es halt eben Vollwaschmittel ist und somit meiner Meinung nach auch Bleiche enthält. Und ja, da waren 1,12 Liter drin. Das roch wunderbar. Ich liebe ja Flüssigwaschmittel. Ich benutze nur Flüssigwaschmittel und ich liebe meistens. Kaufe ich auch wirklich fast nur das von Coral. Ich kaufe auch mal ab und zu ein anderes. Aber
diese Düfte von Korall sind einfach absolut meins und ich liebe einfach Korall und deswegen würde ich mir das nachkaufen. Aber jetzt bin ich mal auf diese Tabs umgestiegen, die man ja so in die Waschmaschine mit reintut und die möchte ich gerne mal ausprobieren. Da habe ich mir jetzt so ein Probierpaket bei Penny geholt. Da gab es eins für, ich glaube, 2,88 €. Und das ist von Ariel, wenn ich mich nicht täusche. Die machen ja mittlerweile Ariel, Persil und auch Lenore macht diese Cups. Und ja, ich wollte mich da einfach mal durchtesten. Deswegen, aber das ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Wenn ihr ein gutes Vollwaschmittel sucht und das ist gerade im Angebot oder so, könnt ihr euch das wirklich ruhigen Gewissens kaufen. Das macht seinen Job auf jeden Fall gut. Dann habe ich endlich mal wieder Wattepads geleert. Ich glaube, die mache ich nur so alle 2 bis 3 Monate leer, weil das ja immer die ganz große 140-Stück-Packung ist bei mir. Und da hatte ich, bevorzuge ich die von DM, werde ich mir eigentlich auch immer kaufen, versuche ich mir immer zu kaufen. Und ja, habe ich bisher auch eigentlich immer geschafft, weil alle 2, 3 Monate komme ich eigentlich schon in DM oder ich bestelle halt eben online. Und da habe ich jetzt hier diese Limited Edition gehabt mit dem Türkis. Hello Beauty stand da drauf. Und waren meine 140 Wattepads. Ist ein Standardprodukt, liebe ich und ich würde keine anderen mehr kaufen. Ich schminke mich damit ab, ich hole damit Nagellack runter, ich mache damit alles Mögliche und mir reichen diese Wattepads aus für die Augen und der Rest vom Gesicht wird entweder mit dem Kosmetiktuch gemacht, also mit dem nicht Allzwecktuch, Quatsch, mit dem Reinigungstuch oder eben halt mit, ja, dann halt eben mit Seife und oder Waschgel sozusagen runtergewaschen. Deswegen brauche ich eigentlich nur diese kleinen und ja, bin vollkommen zufrieden damit. Bin also fein damit. Also ich brauche da nicht diese riesengroßen, nach ihr wisst schon, diese Maxi-Pads. Habe ich mal ausprobiert, aber muss ich nicht haben. So. Machen wir doch einfach mal mit Kerzen weiter. Ich glaube, ich habe hier einige drin. Naja, egal. Gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall von Rubinlicht hatte ich hier im Ausverkauf, als diese Sommerdüfte rausgegangen sind und die Winterdüfte reinkamen, habe ich mir Himbeere Minze mitgenommen. Die waren da im Angebot für, also die gingen raus für 1 € statt 1,45 €. Ja, und da habe ich mir die mitgenommen. Das war jetzt Himbeere und Minze. Die haben gut gerochen, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Ich nehme die vom Rossmann nicht so gut wahr wie die vom DM. Deswegen bevorzuge ich die Duftteelichter vom DM. Aber wenn ich da nicht hinkomme, dann hole ich mir auch mal welche beim Rossmann. Und für 1 € kann man nichts sagen. Habe ich mir auch ein paar mehr mitgeholt. Dann ist, da habe ich leider die Verpackung schon weggeschmissen, mein Dufti von DM hier leer gegangen. Und zwar ist das dieser Flakon hier in Türkis, das ist der frische Traum von Denk mit. Wenn ihr sowas sucht, da ist einfach so eine quadratische Pappverpackung drum von Denk mit, gibt es bei DM, steht frische Traum drauf. Gibt es auch noch in Grapefruit, glaube ich, das ist dann so orange. Und momentan gibt es auch noch eine Limited Edition, aber werdet ihr dann alles in meinem DM-Haul sehen. Jedenfalls. Hier dieses Käppchen kann man dann abmachen. Hier ist noch so ein Plastikverschluss, den kann man dann öffnen. Und dann hat man hier diesen Glasflakon. Das ist hier komplett aus Glas. Der ist komplett mit einer Flüssigkeit gefüllt und das duftet dann ganz schön durch dieses Ding, was hier, Schaumstoff-Ding, was hier dann halt eben den Duft abgibt. Und das ist so ein richtig sauberer, toller Baumwollduft. Und deswegen liebe ich diesen Duft und würde ich mir jederzeit auch wieder nachkaufen. Ist auf jeden Fall ein Favorit von mir und mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich eine Kerze von Profissimo DM leer gemacht. Und zwar war das dieses Teelicht, nicht Teelicht, dieses, ich sage immer Teelicht zu diesen Dingern. Diese Duftglas-Brennlichter hier, die halt eben duften und in so einem Glas daherkommen. Und ja, das ist relativ gut abgebrannt. Das war jetzt die Richtung Sweet Flowers. Hat auch ganz gut gerochen. Ja, so wie immer halt. Ich bin zufrieden mit denen und kaufe mir die auch immer wieder nach. So sieht die Packung halt aus. Also die Namensbezeichnung, falls das jemand nachkaufen möchte. Finde ich gut, kaufe ich mir wirklich immer wieder nach. Dann habe ich hier noch eine ganz große Kerze. Und zwar war die vom IKEA.
Und ich muss sagen, von dieser Kerze bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ihr seht, wie viel Produkt hier am Rand noch ist. Und die ist so schlecht abgebrannt. Die ist schon ausgegangen und der Docht war auch nicht mehr, konnte man nicht mehr anzünden. Da war die Kerze noch gar nicht richtig runtergebrannt. Und bei so einer großen Kerze fand ich das echt schade, die jetzt auch irgendwie wegschmeißen zu müssen, weil ich bin kein Typ, der da den Wachs rauskratzt. Also das ist mir auch einfach viel zu viel Arbeit und deswegen kommt die jetzt weg. Aber die hat wunderbar so nach süßen Beeren gerochen, also so nach roten Beeren. Und eventuell würde ich mir die nachkaufen, wenn ich nochmal zum IKEA komme, einfach weil ich die IKEA-Kerzen sehr duftintensiv und sehr lecker finde von den Geruchsrichtungen. Leider habe ich hier den Kleber abgemacht, aber hier oben war halt einfach so ein Plastikdeckel und da war, weiß ich nicht mehr, wie die hieß, aber da waren so Beeren drauf, halt einfach so Himbeeren und so. Also wenn ihr die seht, ich glaube, das ist die einzige, die es in Rot gibt mit diesen Beeren beim IKEA, könnt ihr euch die mal nachkaufen. Vielleicht hatte ich einfach nur ein Montagsprodukt, dass es so schlecht abgebrannt ist und so viel Wachs hinterlassen hat. Ich meine, ihr seht es hier. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich hiervon ein bisschen enttäuscht. Trotzdem würde ich mir die für den Preis wieder nachkaufen, weil die doch, ich weiß nicht mehr, was sie genau gekostet hat, aber sehr, sehr günstig sind. Ja, dann ein All-Time-Favorite von mir hat jetzt auch richtig, richtig lange gehalten. Und zwar mein Rosenwasser von Rosense. Dieses Rosenwasser, hier steht es auf Deutsch, hier ist Französisch, das benutze ich täglich und zwar mindestens zweimal morgens nach dem Duschen sprühe ich mir das auf. Ich habe das dann immer in so einem kleinen Sprühflakon umgefüllt. Damit komme ich einfach besser klar und ich finde, man hat hier ja so eine 300 ml Pulle und die sind ja nicht günstig. Die kosten ja schon so, mittlerweile gibt es die ja auch beim DM, kosten die 15 € knapp. Also bei Douglas bekommt ihr die, wenn ihr Douglas online bestellt oder im Douglas Shop haben die die meistens auch. Oder jetzt mittlerweile sogar beim DM. Früher gab es die ein bisschen günstiger bei Amazon, aber mittlerweile ist der Amazon-Preis schon gestiegen und ihr kriegt die bei Amazon nicht günstiger. Also von daher braucht ihr da gar nicht gucken. Entweder Douglas oder DM, da kosten die jeweils 15 € und so eine 300 ml Flasche 15 € ist ja schon nicht ganz günstig, aber ich finde, wenn man die auf ein Wattepad aufträgt, dann saugt das Wattepad viel Produkt auf und das finde ich ein bisschen verschwenderisch. Deswegen mache ich die halt in meinen kleinen Flakon. Ich habe so kleine Flakons mir mal bei Amazon bestellt aus Plastik, die man einfach befüllen kann. Da mache ich jeden Tag, nee, nicht jeden Tag, aber immer, wenn es leer ist, wieder mein Rosenwasser einfach rein. Und dann sprühe ich mir das jeden Morgen und jeden Abend nach der Gesichtsreinigung aufs Gesicht und massiere das und klopfe das so ein bisschen ein. Und ich bin der Meinung, mein Hautbild hat sich, seitdem ich Rosenwasser für mich entdeckt habe, um einiges verbessert und ich möchte ganz ehrlich einfach nicht mehr darauf verzichten, weil es einfach so ein angenehmes, schönes Hautgefühl macht und es soll auch, habe ich mal gehört, das Wimpernwachstum verstärken. Also für alle, die mich immer fragen, ja, du hast so tolle Wimpern, was machst du denn? Ich benutze gar kein Wimpernserum. Habe ich mal eine Zeit lang benutzt, ist aber schon lange her und benutze ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt benutze ich jeden Tag Rosenwasser und vielleicht ist das der Grund, dass meine Wimpern noch ja, relativ lang sind, ohne dass ich großartig was mache. Und von daher, wenn ihr mögt, probiert das gerne mal aus. Wie gesagt, ist jetzt auch im DM erhältlich und das ist auch schon wieder nachgekauft und steht schon wieder in meinem Bad, weil ich kann auf mein Rosenwasser wirklich nicht mehr verzichten und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ist wirklich ein All-Time-Favorite von mir. Ich liebe es. Dann habe ich wieder leer gemacht bzw. in meinen Spender umgefüllt von Sanft und Sicher feuchtes Toilettenpapier. Das ist dieses kleine in der Klassikversion Kamille. Das kaufe ich mir immer wieder nach. Hier sind 70 Tücher drin. Ich habe dazu die passende Spenderbox in meinem Bad in Lila stehen und hatte ja jetzt die vom Rossmann gehabt. 2 Monate, weil ich halt eben 2 Packungen hatte, mir im Doppelpack gleich gekauft und war mit denen total unzufrieden, weil die überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht feucht waren und so weiter. Aber das hatte ich ja schon erwähnt. Jetzt habe ich wieder die vom DM. Die hatte ich noch im Backup von der letzten DM-Bestellung. Müssen beim nächsten DM-Besuch auf jeden Fall wieder mit. Und ich habe die jetzt wieder nachgefüllt und merke wieder den Unterschied. Ich liebe die einfach. Also, ich finde die gut, die machen ihren Job, die sind günstig.
reichen mir auch von der Größe vollkommen aus und finde ich top. Dann noch ein Haushaltsprodukt, und zwar hatte ich mir beim Penny mal, weil ich dringend welche brauchte und nicht in die Drogerie kam oder kommen wollte oder wie auch immer, hatte ich mir einfach beim Penny mal so Geschirrreiniger Spülschwämme mitgenommen. Die waren so grün, also nicht so gelbe, sondern so grüne, extra für Geschirr zu reinigen. Hier waren 5 Stück drin, die sind günstig, die sind okay. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Die sind ideal für empfindliche Oberflächen, ideal zum Spülen von Glasgeschirr, Besteck und Glaskeramik. Die sind also nicht ganz so aggressiv, die sind einfach für ja, empfindliches Porzellan und Glas geeignet. Und ich spüle damit, mache meinen Abwasch damit und die sind jetzt aufgebraucht. Und ich würde mir die bei Rossmann, DM oder halt auch beim Penny wieder nachkaufen. Da bin ich eigentlich nicht so anspruchsvoll. Also ich finde, die waren gut, waren okay. Dann wollte ich euch noch einen Tee vorstellen, der mir sehr, sehr gut geschmeckt hat und den ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen möchte. Und zwar, falls ihr Fans seid von Früchtetee und auch gerne auf Zucker verzichten möchtet, kann ich euch von Teekanne den persischen Granatapfel sehr empfehlen. Ich habe den wirklich komplett aufgebraucht und würde mir den auch wieder nachkaufen. Im Angebot kostet so eine Packung 1,59 bei Rossmann. Manchmal gibt es auch so Angebote bei Penny oder so, müsst ihr mal schauen. Ansonsten glaube ich 1,95 ist nicht ganz günstig, aber ich schmecke einen Unterschied. Es ist einfach, Markentee schmeckt einfach für mich anders als dieser günstige, den ich bei Aldi, Lidl oder Penny oder so kaufe. Und der ist unheimlich fruchtig, ich liebe ja Granatapfelgeschmack und der ist unheimlich lecker und ja, ich habe ihn aufgebraucht und ja, ich kann ihn ohne Zucker trinken und das heißt bei mir schon was. Also ich habe mir das schon relativ gut abgewöhnt mit dem Zucker, aber ich kann nicht jeden Tee ohne Zucker trinken. Und von daher große, große Empfehlung von mir. Dann habe ich auch wieder geduscht und zwar wollte ich jetzt am Ende des Sommers auf die letzten warmen Tage auf jeden Fall dieses Duschgel noch leer bekommen. Das habe ich auch geschafft, wie ihr seht. Das ist von Balea die allzeit bekannte After-Sun-Dusche, genau. Habe ich tatsächlich das allererste Mal gekauft gehabt, beziehungsweise hatte ich, glaube ich, schon letztes Jahr gekauft und stand einfach in meinem Backup bei meinen ganzen Duschgel noch rum und das fand ich tatsächlich total toll vom Geruch her, weil es einfach mich total so an so einen Sommerurlaub erinnert. Und ich finde, es riecht auch nicht intensiv nach Kokos oder so. Also ich bin kein Kokos-Fan und trotzdem finde ich, das hat nur so eine ganz leichte Kokosunternote. Aber selbst wenn ihr ja nicht so ein Fan von Kokosdüften seid, könnt ihr euch das trotzdem anschauen, weil ich finde, das riecht viel mehr so nach Sommer und Sonne und ja, einfach Urlaub und viel weniger nach Kokos. Und ja, ich habe das unheimlich gerne benutzt. Das Einzige, was ich fand, ist, dass es mir einfach nicht wirklich reichhaltig genug war. Also es war halt einfach nur so ein Gel, so, ja. Und ich bin halt eher so der Fan von Cremeduschen und ja, es hat mir irgendwie nicht so das Gefühl gegeben, dass ich komplett sauber bin. Aber für den Sommer, wenn man sich eben kurz abduscht, so nach dem Meer, nach dem Pool und einfach nur so diese Rückstände loswerden will von Salzwasser oder Chlor, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen und werde mir das bestimmt zum Sommer auch wieder nachkaufen. Wenn ich in Urlaub fliegen würde, würde ich mir das auch mitnehmen, definitiv. So, für den Sommer ist es super, für den Winter ist es natürlich jetzt nichts. Also jetzt für den Herbst und Winter ist es natürlich nichts. Es ist ein Sommerprodukt, aber fand ich gut und ist auf jeden Fall auch nicht teuer. Dann habe ich noch ein Duschgel, also ein Duschschaum leer gemacht, der sich aber schäumendes Duschgel nennt. Gedankenreise von Isana mit Mandelöl, so schaut er aus. Und hier waren 200 Milliliter drin, der hatte hier so einen Sprühkopf und da kam einfach so ein Gel raus, was wie so ein Rasiergel auf die Hand rauskam und dann hat sich das sofort in so einen Schaum verwandelt und ich fand es sehr gut, es hat einen ganz dezenten Duft gehabt, einen mandeligen Duft, es war okay. Ich bin allerdings immer noch nicht so der Freund von diesen Duschschäumen. Ich weiß nicht, das ist bei mir so, mal mag ich sie gerne, mal mag ich sie nicht so gerne.
Ich habe immer so das Gefühl, ich creme mich mit Rasiergel ein und dann schäumt es nicht richtig und ich will dann irgendwie, dass es schäumt und nehme viel zu viel Produkt und dann ist das Ding hier irgendwie nach, keine Ahnung, 5, 6, 7 Mal benutzen leer und dann denke ich mir, oh, da hast du irgendwas falsch gemacht, so. Und irgendwie habe ich immer nicht so das Reinheitsgefühl. Also ich würde mir so jetzt keine Duschschäume kaufen, wenn ich sie mal in Boxen habe und das, was ich jetzt da habe, brauche ich auf. Aber ich kaufe mir sowas jetzt nicht mehr nach, zumal ich einfach auch viel zu viel noch im Backup habe an Duschgelen, was ich halt eben aufbrauchen möchte. Aber wenn ihr sowas mögt, könnt ihr euch das gerne anschauen. War auf jeden Fall okay. Dann habe ich diesen Monat auch, was auch nicht ganz so oft vorkommt, ein Haarspray leer gemacht und zwar mein Wellaflex von Wella. Das benutze ich ja fast immer. Jetzt habe ich ein anderes im Angebrauch, aber auch nur, weil ich das Geschenk bekommen habe. Und zwar ist das hier die Stufe 3 von 5 Farbbrillanz. Das ist einfach so ein Haarspray, was die Leuchtkraft von koloriertem Haar ja, eben zur Geltung bringen soll. Und ich fand das okay. Ich brauche das so ein bisschen zum ja, ansprühen, wenn ich mal so einen ganz glatten Pferdeschwanz trage, so wie heute. Da gucken halt immer mega viele Härchen bei mir raus, halt dieses ganze Gestrüpp hier. Und da versuche ich das immer so ein bisschen zu bändigen. Klappt mehr oder weniger. Ich mag aber auch nicht diese mega verklebten Haare, deswegen mag ich das Wellaflex gerne, weil man es auch einfach abends wieder total leicht auskämmen kann und ich nicht das Gefühl habe, es verklebt meine Haare, weil das mag ich halt überhaupt nicht, weil ich finde, Haare, die verklebt sind, sehen dann auch total schnell fettig aus und dieses Gefühl und diesen Look mag ich halt nicht. Deswegen, wer sowas sucht, was leichtes, was sich gut auskämmen lässt, kann sich gerne mal die Wellaflex Reihe von Wella anschauen. Ich finde die gut und wenn die im Angebot sind, sind die auch sehr günstig. Ich glaube, für unter 1 € bekommt ihr die bei Rossmann dann für, also in der Angebotswoche für 1, nee, für 88 Cent meine ich. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht den Normalpreis, weil ich kaufe die mir eigentlich nur, wenn die im Angebot sind. Dann kaufe ich mir immer 2, 3 Stück, kommen die in mein Backup und dann hält das bei mir auch eine Weile. Also ist eine Empfehlung von mir. Dann habe ich nach langer Zeit mal von Denkmit dieses Wäscheparfüm hier leer gemacht. Und zwar ist das ja so ein Dupe zu dem, na, wie heißen sie? Zu den Lenore Unstoppables, genau. Und mich hat diese Richtung hier in Rosa irgendwie angesprochen. Die gab es, glaube ich, auch noch in Blau. Und hier steht einfach Magic Scent und Sweet drauf. Und ich dachte, ja, das wird bestimmt ganz toll riechen. Und so roch es auch ganz gut. Aber in der Wäsche nicht so. Also es kann auf jeden Fall für mich nicht mit Lenore mithalten. Und von daher rentiert es sich nicht, 1, 2 € zu sparen, wenn es im Endeffekt so ist, dass ihr viel mehr reinkippen müsst, um denselben Duft zu haben. Deswegen würde ich sowas jetzt, also von Denkmit, erstmal nicht mehr nachkaufen. Und mir ist auch aufgefallen, wenn ihr kurze Spülgänge macht, also wenn ihr so Waschmaschinen unter 1,5, 2 Stunden macht, dann ist das auch schlecht, weil dann lösen die Dinger sich nicht ganz auf, bleiben noch in dieser Wäschetrommel da unten irgendwo hängen oder legen sich in die Wäsche rein und verkleben dann so, so halb unaufgelöst. Und das fand ich ätzend, das hatte ich ein paar Mal. Ups. Ist mir mal runtergefallen. Ja, und dann habe ich es halt nur noch in die Wäsche dazugegeben, wenn ich wirklich diese 60 Grad Wäschen gemacht habe, die so 2, 2,5 Stunden waschen, weil ja, alles andere war so ein bisschen schwierig. Da habe ich dann, wenn ich extra dreckige Wäsche hatte oder so, habe ich dann längeres Programm gemacht und dann konnte das auch mal dazu. Dann haben die sich aufgelöst. Aber wie gesagt, mir war das Dufterlebnis einfach für den Preis nicht intensiv genug. Ich weiß nicht mehr genau, was die kosten, aber die kosten auf jeden Fall nicht viel weniger, also nur so 1, 2 € weniger als die von Lenore. Und für das Geld war es mir dann auch, war es mir das nicht wert. Dann habe ich mal wieder ein Deo aufgebraucht. Ihr kennt das von mir, wird euch nicht wundern. Es ist fast immer nur Fahr. Und zwar Null Aluminiumsalze, Duft der Rosenblüte. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Bei mir hat das Sprühdeo keine Aluminiumsalze, wie ihr wisst. Und dafür benutze ich als Rolldeo ein Antitranspirant mit Aluminium und hinterher wird das einfach nur für den Geruch drüber gesprüht.
Von daher fand ich das gut und würde ich mir auch nachkaufen. Ich habe aber mindestens noch 7 Stück im Backup. Fast alle von Fa, noch so ein, zwei andere und die werde ich jetzt erstmal aufbrauchen. Deswegen würde ich mir das nicht nachkaufen, aber der Duft war vollkommen okay und ja, hat mir gut gefallen sogar. Aber ihr müsst halt ein blumiger Typ sein. Also wenn ihr auf Rosenduft steht, dann schaut euch das gerne mal an. Mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Dann habe ich ein Spülmittel von Denk mit leer gemacht. Und zwar war das Aroma Intense Grapefruit und Hibiskus. Und Leute, ich habe das so geliebt. Hier waren 450 ml drin. Das war super günstig. Ich glaube unter 1 Euro. Das hat mir mega lange gehalten. Und es hat so toll gerochen. So richtig schön nach Sommer und ein bisschen blumig. Und ich habe das schon bei einigen YouTubern gesehen, die das auch total lieben. Und ich muss sagen, ich liebe es auch. Leider gibt es es bei DM nicht mehr. Aber jetzt gibt es ja andere LEs. Ich meine, die wechseln ja immer und es gibt immer tolle Düfte. Also ich kann eigentlich nie sagen, dass DM irgendwie keine guten Düfte hat. Von daher könnt ihr euch das leider nicht nachkaufen, aber war ein absolutes Top-Produkt und steht auch für alle Denk-mit-Spülmittel. Also ich kaufe Spülmittel super, super gerne bei DM von der Eigenmarke. Weil es einfach günstig ist, gut ist und seinen Job gut macht. Dann habe ich getrunken von Denk mit, nee Quatsch, vom Gesunden Plus, aber auch von DM. Die heiße Zitrone habe ich hier einmal aufgebraucht. Hier sind ja 20 Sticks drin. Ich glaube, die kostet unter 2 Euro. Kriegt ihr bei DM in dieser Arzneiabteilung, also wo es halt auch so, na, wo es halt alles gibt, was so immunstärkend ist und gegen Schnupfen. Und da kriegt ihr auch die heiße Zitrone. Ansonsten fragt einfach mal die Verkäuferin, die wissen das immer, wo die steht. Und ja, die ist mit Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems und des antioxidativen Zellschutzes. Kann man heiß oder kalt trinken. Ich muss sagen, ich trinke die immer heiß. Mag ich lieber, gerade jetzt in der Herbst-Winterzeit. Und ich habe mir hier auch schon wieder eine gemacht. Denn ja, ich liebe die einfach und ich habe die wieder nachgekauft, wie ihr seht. Also das ist so ein Produkt, da muss ich sagen, wird immer wieder nachgekauft. Ist einfach eine absolute Empfehlung. Vor allen Dingen, wenn die kalt wird, schmeckt die immer noch gut. Also es gibt ja so Tees, die trinkt man gerne warm, aber wenn die kalt werden, schmecken die irgendwie nicht mehr. Und bei der heißen Zitrone ist das so. Die schmeckt mir heiß und tut auch unheimlich gut und die schmeckt mir auch kalt. Also die schmeckt einfach in jedem Zustand gut. So. Dann zeige ich euch auch noch gerade was fürs Immunsystem. Mein Nahrungsergänzungsmittel Selen ist mal wieder leer gegangen. Das sind auch vom Gesunden Plus die Selen-Mini-Tabletten. Die kaufe ich immer bei DM und da nehme ich jeden Tag eine Tablette. Ob das jetzt mein Immunsystem hilft oder nicht, das sei dahingestellt. Da streiten sich die Meinungen. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ich habe das Gefühl, ich bin seitdem ich die nehme, weniger krank. Mag Einbildung sein, ist ja auch egal. Aber ich habe das Gefühl, die helfen mir, die sind günstig, kosten unter 3 Euro und ich bekomme 60 Tabletten und so gesehen hält mir so eine Packung dann eben 2 Monate. Und von daher werden die auch immer wieder nachgekauft und sind auch schon wieder nachgekauft. Dann hatte ich in einer Apothekenbox, die hatte ich euch auch gezeigt, meine ich, hatte ich ja diese Aronia Plus Probe hier drin. Das war einfach so ein kleines Fläschchen, wie hier unten abgebildet. Das war hier drin und das konnte man einfach trinken. Und ich fand das ehrlich gesagt total lecker. Das hat so ganz intensiv nach dieser Aronia-Beere geschmeckt. Und das soll mit Zink und Selen sein und auch das Immunsystem stärken. Und ich fand es sehr, sehr lecker, aber ich glaube, dass einfach so eine Packung mit 30 Stück, wenn man jeden Tag eine nehmen soll, dass das sehr, sehr teuer bestimmt ist. Das sind halt so Trinkampullen. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, war aber mal gut, das zu testen. Was nehmen wir als nächstes? Ich habe eine Zahnpasta leer gemacht und zwar hier die von TerraMed Original. Die habe ich mir damals nicht selber gekauft. Die hat hier mein Ex-Freund angeschleppt und meinte, das wäre seine Lieblingszahnpasta und er würde nur die benutzen. Ja, ich habe sie dann jetzt notdürftig aufgebraucht, weil sie einfach da war und mir gefällt sie nicht so, sei es von der Konsistenz, weil die so gelig ist und
auch von dieser Tube her, dass man dann zum Schluss ewig drücken musste und ich hatte sie dann auf dem Kopf stehen und ihr seht, hier ist immer noch was drin, aber das bekommt und bekommt man einfach nicht raus. Ich habe das Ding nachher aufgemacht, bin mit der Zahnbürste rein und ja, an den letzten Rest kommt man nicht ran. Ich würde sie mir nicht nachkaufen, wie gesagt, war nicht meine Entscheidung, hätte ich mir auch so nie gekauft und ich habe jetzt wieder eine im Angebrauch, die ich mir selber gekauft habe. Dann habe ich auch ein Shampoo geleert, endlich mal, weil das habe ich mir auch nicht selber gekauft. Und zwar, hier ist ein Fussel, Herbal Essences 250 Milliliter, das Clearly Naked 0% Silikone und Farbstoffe. Das ist dieses mit weißer Erdbeere und Minzextrakt. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Davon hatte ich, glaube ich, zwei Stück. Ich weiß nicht, ob ich eins schon aufgebraucht habe. Jedenfalls war das jetzt das letzte, was ich da hatte. Und ich bin froh, dass es weg ist, weil ich habe ja doch sehr störriges Haar und sehr viel Haar und das kam einfach nicht gegen mein Haar an. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat meine Krause überhaupt nicht gebändigt und meine Locken und ich musste danach so krass kämmen, trotz Spülung oder Haarkur. Ich hatte unendlich Knoten in den Haaren und ich habe es einfach überhaupt nicht gerne benutzt und ja, der Duft war okay. War halt so leicht minzig, hat mir ganz gut gefallen, aber ich würde mir das jetzt nicht mehr nachkaufen. Da kenne ich einfach bessere Shampoos, die mehr machen. Kann aber einfach an meinen Haaren liegen. Wenn ihr jetzt einfach feines, dünnes Haar habt, kann es sein, dass das total gut bei euch wirkt. Bei mir jedenfalls nicht. Dann habe ich eine Tagescreme aufgebraucht und zwar habe ich euch auch die Verpackung aufbewahrt. Ist das hier die Sebamed? Creme und die hatte ich, glaube ich, mal in einer Glossybox. Ja, die habe ich mir nämlich nicht selber gekauft. Das ist die Creme mit Vitamin E. So sieht die Verpackung aus. Und ja, ohne Mineralöle, pH-Wert 5,5. Ökotest sehr gut. Sebamed ist ja eine sehr gute Marke. So sah das Tiegelchen aus. War komplett aus Plastik. Waren 75 ml, also noch größer als die Standardgröße. Und das habe ich auch gemerkt, die hat mir wirklich lange gehalten. Die war vom Duft her relativ neutral, war okay, war sehr, sehr reichhaltig, also war eher für trockene Häutchen und habe ich auch wirklich dann nur meistens abends benutzt, wenn ich gemerkt habe, so meine Haut braucht jetzt ein bisschen mehr Pflege über die Nacht. Für einen Tag, gerade wenn es wärmer war, war die mir einfach ein bisschen zu reichhaltig. Also wenn ihr was Gutes sucht, ich weiß nicht, ob es die in der Drogerie gibt, aber in der Apotheke. Hier war gerade irgendwie eine Fliege. Ja, in der Apotheke, die Sebamed führt, gibt es sie bestimmt. Ist auf jeden Fall die Vitamin E-Reihe von Sebamed. War okay, würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich einfach noch genug habe. Dann habe ich jetzt im Sommer meine Balea Body Lotion leer gemacht. Und zwar war das eine Riesenpulle, die hat mir auch lange gehalten. Das ist die Magic Summer und zwar ist das eine mit zartem Bräunungseffekt, mittlerer bis dunkler Hautton. Die riecht ganz angenehm, ist aber einfach nur eine Lotion für mich. Also es ist eine sehr, sehr dünne Creme. Deswegen habe ich die nur benutzt, wenn es wirklich sehr, sehr warm war oder so und ich keine großartige Pflege brauchte. Und ja, die ist mir jetzt endlich leer gegangen. 400 ml würde ich mir vielleicht nächstes Jahr wieder nachkaufen, aber jetzt für den Winter ist das natürlich nichts. Ansonsten habe ich die viele Jahre benutzt und ich glaube auch, dass sie wirklich so einen leichten Bräunungseffekt hat, weil man merkt das schon. Und man sollte sich danach auch auf jeden Fall die Hände waschen, weil das kann sonst so unschöne Flecken hinterlassen. Aber sonst zog die schnell ein, das war also kein Problem. Dann habe ich mir ja von der WC-Ente diesen ja, Blauspüler gekauft. Ich war mit dem von WC Frisch, den ich euch gezeigt habe, im Angebot bei Rossmann hatte ich den, glaube ich, geholt. Überhaupt nicht zufrieden. Der hat 2, 3, 4 Tage blaues Wasser gemacht. Danach war der leer. Und die anderen beiden Kugeln waren noch komplett voll. Und das hat mich tierisch gestört. Und dann hatte ich kein blaues Wasser mehr. Also habe ich mir den von WC Ente mit dazu reingehangen und habe dann gewartet, bis der von WC Frisch die äußeren Kugeln komplett leer waren. Weil die in der Mitte, die waren halt relativ schnell leer. Und das hat mich halt tierisch gestört. Deswegen würde ich mir vom WC Frisch dieses Viererpack mit also diese Viererkugeln, ihr wisst, was ich meine, nicht mehr kaufen.
und nur noch die Blauspüler von den Eigenmarken DM, Rossmann oder von WCE Ente. Hängt wieder in meinem Klo, ist seit mindestens 2 Wochen da, hat blaues Wasser. Ich bin top zufrieden, weil das hält einfach bei mir mindestens 3, ich glaube fast 4 Wochen habe ich da blaues Wasser. Und das ist einfach für den Preis unschlagbar. Und ich habe die Nachfüllpacks da. Das heißt, ich muss es dann nur nachfüllen, muss nicht wieder Neues kaufen. Das heißt, ich habe weniger Plastikmüll. Und deswegen finde ich die 1000-mal besser, als sich jeden Monat wieder neue von WC frisch oder sonst irgendwo zu kaufen, die man nie auffüllen kann. Das ist halt der größte Quatsch für mich. Weil die Dinger kann man ordentlich sauber machen, wenn man das Klo sauber macht. Und dann sind die auch wieder schick. Kann man die wieder neu befüllen. Und dann muss man nicht jeden Monat diesen ganzen Plastikmüll haben, finde ich, ist meine Meinung. So, und wir nähern uns dem Ende, Freunde. Ist doch ganz schön viel, wa? Also, ich habe noch was aussortiert. Und zwar mein Kamm. Ja, ihr seht schon, hier fehlen Zacken und da fehlen 1, 2, 3 Zacken. Als der mir dann rausgebrochen ist, hier war es ja nicht so schlimm, da konnte ich das immer hier nehmen und dann habe ich meine Haare trotzdem mitgekämmt. Aber als der mir rausgebrochen ist, habe ich gesagt, so Naika, der kommt jetzt mal weg. Du kaufst dir jetzt mal beim nächsten DM oder Rossmann-Besuch einen neuen. Und das habe ich auch getan. Werdet ihr auch in meinem Haul sehen. Der ist so gesehen jetzt aussortiert. Hat lange gehalten. Ich weiß nicht, wo ich den gekauft habe. Jedenfalls hat er sehr, sehr lange gehalten. Ich kämme meine Haare tatsächlich nur mit Kamm. Und nicht mit Bürste, weil ich habe so eine Haarstruktur, dass ich die mit der Bürste nur noch mehr aufpusche und dann so einen Afro-Kopf bekomme. Und da ich die ja immer relativ versuche, ein bisschen glatt zu halten, weil die wirklich sehr voluminös sind, kämme ich nur und mache dann halt meine Öle rein und so weiter. Und benutze halt keine Haarbürsten, es sei denn so eine Rundbürste, wenn ich meine Föhnfrisur mache oder so. Aber der ist jetzt hiermit aussortiert und der neue ist schon in Gebrauch. So, dann habe ich eine Reihe aufgebraucht, Shampoo und Spülung, die ich zugeschickt bekommen habe vom DM. Ja, da habe ich mal bei so einem Test mitgemacht, da habe ich eine Haarfarbe zugeschickt und die passende, das passende Colorschutz-Shampoo von Balea. Jetzt verlässt mich meine Stimme. Das passende Colorschutz-Shampoo von Balea und die passende Spülung. Und die Reihe hätte ich mir so im Laden jetzt nie gekauft. Das ist Balea Professional aus der Reihe mit Phytokerakin und Rubinpartikeln. Und ganz ehrlich, ich fand die richtig gut und die ist ja sehr, sehr günstig. Und wenn ich wieder was aufgebraucht habe, weil momentan habe ich echt genug Shampoos im Backup, aber wenn ich mal wieder was aufgebraucht habe, würde ich mir das Shampoo und die Spülung genauso wieder nachkaufen, weil ich habe gemerkt, dass das Shampoo meine Haare extrem weich gemacht hat und das alleine nur nach der Shampoo-Anwendung. Wenn ich dann noch ein bisschen Spülung in die Spitzen gegeben habe und die habe so meine 5 Minuten einwirken lassen, dann waren meine Haare danach super weich, super gepflegt und das hätte ich von so einem Balea-Produkt nicht erwartet. Deswegen ist das ein Nachkauf- und Empfehlungsprodukt von mir, was ich nie gedacht hätte. Also auch günstige Shampoos können einen Effekt erzielen, wo man nicht glaubt, dass es das macht. Aber es gibt ja auch so Leute, die sagen, ach, ich kann jedes Shampoo benutzen, es macht keinen Unterschied. Bei mir ist es halt so, dass ich es spüre. Ich merke halt einen Unterschied. Und da kann ich noch so ein teures Shampoo benutzen, wenn mir das halt danach irgendwie noch mehr Knoten in die Haare macht, dann ist es Quatsch. Deswegen große Empfehlung von mir. Fand ich echt gut. So, was haben wir hier noch? Ich nehme das mal alles raus, weil dann brauche ich hier nicht mehr wühlen. Und dann sind wir nämlich durch. Ich habe hier noch eine Gratisprobe auch aus der Apothekenbox gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. War das MedPax? Ich glaube. Naja, jedenfalls war das hier so eine Gratisprobe. B12. Das war einfach so ein Sachet, was man einfach so ohne Wasser sich in den Mund kippen konnte und trinken konnte oder zu sich nehmen konnte. War ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B12. Und ja, habe ich einfach mal probiert, fand ich gut, würde ich mir jetzt aber so nicht nachkaufen, war okay. Dann habe ich zu diesem
Shampoo und Spülung von eben erwähnt, hatte ich noch die Kollerschutz 1 Minute Intensivkur mit zugeschickt bekommen. Die war damit bei in dem Set und die fand ich auch gut. Die habe ich, glaube ich, so 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und war okay. Also hat meine Haare auch auf jeden Fall super geschmeidig gemacht. Viel mehr kann ich dazu halt nicht sagen, weil ob es die Haare jetzt super gepflegt hat, kann ich nicht so sagen nach einer Anwendung, aber es war okay. So, dann habe ich eine Handcreme leer gemacht und zwar besser gesagt eine 2-in-1 Pflege von Lavera, eine Hand- und Nagelcreme. Das ist diese hier. Und zwar mit Bio-Kamille und Bio-Olivenöl und die zieht schnell ein und das stimmt. Die zieht wirklich schnell ein und die ist ja 100% zertifizierte Naturkosmetik, ist ja Lavera. Ist ja frei von Silikon, Paraffinen und Mikroplastikkügelchen und Mineralölen und Parabenen und frei von Duft- und Konservierungsstoffen und so weiter. Und hier waren 75 ml drin. Die hat mir echt lange gehalten. Die stand auf meinem Nachtschränkchen. Und ich muss sagen, ich fand die richtig, richtig toll. Und ich würde sie mir auch jederzeit nachkaufen. Ich habe jetzt aber diese noch zweimal in klein. Einmal in meiner Handtasche und einmal, glaube ich, noch im Backup. Und ich habe noch so viel Handcremes, die ich aufbrauchen möchte. Aber wenn die dann aufgebraucht sind, würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Ja, also wenn ich wirklich raue Hände hatte, hat die mir geholfen. Ich glaube, bei super, super, super rauen Händen wird die jetzt nicht sofort helfen, weil es ist auf der Stufe 4, ist es die, also hier sind so Stufen von leicht bis intensiv und das ist halt die zweite Stufe von 4. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und von daher wird sie als nicht ganz intensiv eingestuft. Aber ich fand sie so vollkommen okay. Jetzt auch für den Herbst hätte sie jetzt mir hätte sie persönlich gereicht. Und ja, von der war ich sehr, sehr begeistert. Und der Geruch war wirklich toll. Ich weiß nicht, habe ich es schon gesagt? Der Geruch war super. Der war wirklich, wirklich toll. Also war sehr, sehr angenehm, habe ich sehr gemocht und ist übrigens auch vegan. So. Dann, auch von Lavera, nach gefühlt 6 Monaten, also ich weiß nicht, oder noch länger, die hat mir ewig gehalten, habe ich meine Augenpflege leer gemacht. Die habe ich tatsächlich nur benutzt, also morgens und abends. Aber meistens eher morgens, abends habe ich es auch öfter mal weggelassen, ehrlich gesagt. Weil hier ist auch Koffein und sowas drin und das mache ich dann abends nicht so gerne. 15 ml waren hier drin, das ist ja eine Standardgröße bei Augencreme. Und die war, ja, ist ja auch Lavera, also auch Naturkosmetik, Bio. Und das war die, die so ein bisschen schimmert. Die war aber in der Glossy Box, genau. Habe ich mir auch nicht selber gekauft, weil ich glaube, die kostet 10 Euro. Ist also nicht ganz günstig. Und das ist diese mit diesem Perlenschimmer. Ihr seht schon, da ist so ein bisschen, ja, da sind so Perlen drauf. Und die hinterlässt halt so einen leichten Glow und macht halt so ein Wachgefühl. Also man sieht ein bisschen wacher aus, so ein Wachgefühl optisch. Und ja, ist mit Perlenextrakt und Bio-Koffein. Und die hat halt so, genau, so eine strahlende, macht halt so eine strahlende Augenpartie. Ich fand die okay, gerade morgens fand ich die echt gut. Würde ich sie mir nachkaufen, nicht für den Preis. Ich habe auch einfach noch genug Augenpflege aus Boxen. Aber würde ich sie nochmal irgendwann in der Box haben, würde ich mich drüber freuen. Fand ich ganz okay, auf jeden Fall. Nicht schlecht. So, dann kommen wir mal zu Kosmetik. Ich habe nochmal einen Eyeliner aussortiert, der jetzt auch seinen Geist aufgegeben hat. Natürlich malt er jetzt wieder. Bitte behalt mich! Nein, ihr seht schon, er malt einigermaßen, aber das ist einfach kein Strich mehr, mit dem ich arbeiten kann. Schweren Herzens wird er aussortiert. Ich fand den richtig gut, weiß aber nicht, ob es diese Reihe noch gibt. Und zwar muss ich euch erstmal sagen, was das ist. Das ist der Manhattan Eyeliner Original Japanese, also original japanische Tusche. Und die Farbe heißt Black Tokyo. Und so sieht der aus. Der hat hier auch so asiatische Zeichen drauf. Schaut mal, ich weiß es nicht, ob es den noch bei Manhattan gibt. Also wenn es den noch gibt, ist das eine absolute Empfehlung von mir. Weil der hat ein ganz schönes, dünnes Filzbürstchen und das bleibt auch mega stabil. Das fusselt nicht mit der Zeit. Ihr habt da nicht das Gefühl, dass das irgendwie, ja, ihr seht ja, wie das noch
ja, einfach fein ist. Ihr habt nicht das Gefühl, dass das total, ja, irgendwie auseinanderfusselt. Und ihr wisst, was ich meine. Deswegen fand ich den echt gut. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei davon da. Allerdings sind die alle schon im Gebrauch, also kein neues mehr. Deswegen muss ich mal schauen, ob Manhattan die noch hat. Und ja, ansonsten ist ein echt toller Eyeliner. Und dann habe ich meine geliebte Essence Lash Princess aussortiert, weil sie jetzt langsam wirklich leer ist. Und ich habe die benutzt bis zum geht nicht mehr. Die ist jetzt einfach super ausgetrocknet und macht so gut wie gar nichts mehr auf meinen Wimpern. Sie hat hier so ein tolles Tannenbaumbürstchen. Und ja, war super. Also ich habe die geliebt. Ich habe als allererstes die ausprobiert. Dann gibt es sie ja noch in Orange. Die habe ich auch noch da. Finde ich auch gut. Aber das war immer so mein Favorit. Mittlerweile finde ich die Orangene fast einen Tick besser. Also es gibt ja mittlerweile auch schon eine Lilane davon aus dieser Lash Princess Reihe. Die habe ich auch da. Finde ich auch gut. Die hat dann so ein gebogenes Bürstchen und ja, False Lash Effekt. Ich liebe die. Müsst ihr schauen, ob ihr mit klarkommt. Manche lieben sie, manche hassen sie. Ich finde sie ganz, ganz toll. Und würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Ja, und dann kommen wir zu den Masken. Und ich muss euch gestehen, ich sehe gerade, und ich habe es mir auch schon gedacht, ich war diesen Monat so maskenfaul. Also wirklich richtig, richtig maskenfaul. Ich habe keinen Bock gehabt. Man sieht's. Ich habe nur Tuchmasken benutzt. Nein, Quatsch. Eine Tuchmaske und eine Peel-off-Maske. Also immerhin. Und zwar habe ich einmal die Garnier Skin Active Hydra Bomb, kennt jeder mit diesem Granatapfel. Die habe ich benutzt. Hat mir wie immer sehr gut gefallen. Die hatte ich beim Penny bekommen für 1,49 statt 1,95, wie sie regulär kostet. Und hatte ich ganze Weile im Kühlschrank gehabt. Und dann war irgendwann mal so ein Tag, wo ich abends Lust hatte auf was Erfrischendes. Da habe ich die ein bisschen 10 Minuten vorher aus dem Kühlschrank geholt, damit sie nicht eiskalt ist und habe sie dann benutzt. Und ich hatte sie wieder eine Stunde drauf, weil ich finde, dass 20 Minuten nicht ausreichen, um diese Feuchtigkeit, diese geballte Feuchtigkeit, die hier drin ist, wirklich aufzusaugen. Und auch wenn ihr sie rausnimmt, habt ihr hier unten noch ganz viel Serum drin. Und das nehme ich dann auch noch hinterher und schmiere mir mein Dekolleté damit ein, weil ich finde es einfach zu schade, um die nur. Ja, hier steht sogar nur 15 Minuten drauf zu lassen. Also ich lasse die wirklich dann vor dem Fernseher bestimmt eine Stunde drauf. Und sobald die dann nicht mehr, also nicht mehr feucht ist und so trocken wird, so, das ist meistens nach einer Stunde bei mir, nehme ich sie dann ab und dann habe ich die ganze Pflege im Gesicht und das Gesicht ist wirklich wieder richtig feucht und prall und man braucht danach überhaupt keine Nachtpflege mehr. Und von daher, ich benutze die immer wieder gerne. Wird sie mir auch immer wieder nachkaufen. Jetzt habe ich die zwei neuen Sorten mal da und werde ich bestimmt demnächst auch probieren. Aber wie gesagt, ich bin momentan so ein bisschen, dass ich es einfach vergesse und ja, dann abends irgendwie zu müde bin. Aber ich muss mal wieder mehr Masken machen. Die finde ich auf jeden Fall gut. Und als nächstes habe ich dann gestern Abend noch eine Maske ausprobiert. Und zwar hatte ich die im Wanderpaket drin von der lieben Nadel vom Nadels Bunte Welt Kanal. Das war die Marke. Moment, ich habe mir es extra aufbewahrt, weil ich es abgeschnitten habe. Diese Marke hier. Ich kann es ehrlich gesagt nicht lesen, weil ich nicht weiß, wie es ausgesprochen wird. Das war hier eine Anti-Stress Gurken-Peel-Off-Maske. So sah die aus. Und ich fand leider, dass sie überhaupt nicht nach Gurke gerochen hat. Schade, weil ich habe mich so auf diesen Gurkengeruch gefreut, weil ich liebe Gurkengeruch. Leider hat sie das nicht getan. Es waren aber 10 Milliliter drin, also wirklich mehr als genug für eine Anwendung. Und sorry, ich muss noch einen Schluck trinken. Und sie ist angetrocknet, das hat aber eine Weile gedauert, einfach weil ich sie auch ein bisschen dicker aufgetragen habe. Ich hatte sie eine Stunde drauf, danach war sie komplett durchgetrocknet und ich habe sie abgezogen. Und das Gefühl war Wahnsinn, weil das Abziehen hat nicht so wehgetan. Und es hat einfach einen super, super weichen Hautton hinterlassen, also Hautbild. Und ich hatte das Gefühl, es hat auch so ein bisschen, so ganz bisschen diese leichten Gesichtshärchen, die man hat, so ein bisschen mit rausgezogen. Ich muss jetzt aber dazu sagen, ich bin auch ein unempfindlicher Typ, was das angeht. Also
Vielleicht wird der eine oder andere sagen, oh, das muss ja wehtun. Jedenfalls kann ich euch nicht sagen, wo man die kaufen kann. Ob die vom Action ist, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, wo es diese Marke gibt. Vielleicht ist sie auch aus Frankreich oder so. Ich weiß nicht, ob die Nadel die gekauft hat oder jemand anderes ins Wanderpaket mit reingelegt hat. Jedenfalls weiß ich nicht, wo man die bekommt. Ich habe jetzt noch ein Sachet davon da. Das werde ich auch noch benutzen. Aber was ich halt ein bisschen schade fand, ist, dass der Gurkengeruch leider nicht da war. Es war halt doch ein sehr starker Geruch, auch nach Alkohol. Und das hat mich anfangs ein bisschen gestört. Der ist aber dann schnell verflogen. Ja, von daher war ein gutes Produkt und ich werde das zweite Sachet auch noch aufbrauchen, aber ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen. So, und wir sind durch. Das war's. Wir haben es geschafft. Oh Mann, ey, wir sind fast bei einer Stunde. Glaubt ihr mir das? Das ist ja der Wahnsinn. Also, meine Tüte ist leer. Wir haben es für diesen Monat geschafft. Ich freue mich jetzt wieder aufs neue Sammeln und freue mich vor allen Dingen darauf, diesen Müll jetzt wegschmeißen zu können. Mich einfach dieser Last befreien zu können und zu wissen, dass ich das jetzt geschafft habe, diesen Monat abzudrehen und dass wir dann wieder neu, also dass ich wieder neu anfange zu sammeln. Ich mag das immer total. Und ja, jetzt steht der November schon vor der Tür und dann nur noch einen Monat und schwupps, haben wir schon Weihnachten. So ungefähr. Naja. Auf jeden Fall freue ich mich dann, wenn der November vorbei ist und ich diesen Kalender auspacken kann ab dem 1.12. Und ja, dann kommt auch mein Geburtstag im Dezember. Ich bin ja Nikolauskind, ja, 6.12. Und ja, da bin ich auch schon ganz gespannt, was dann halt in diesem Kalender jeden Tag drin ist. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Ich poste euch dann gerne auch einen Zusammenschnitt, wird dann wahrscheinlich von mehreren Tagen sein. Und macht dann halt kleine Videos draus. Denke ich mal. Das wäre so eine Idee. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße da einfach Beauty Nika. Also Nika wie mein Vorname und Beauty einfach davor. Alles zusammengeschrieben. Aber ihr findet das alles in der Infobox. Wenn ihr Infos haben möchtet, guckt einfach in die Infobox. Ich schreibe die jedes Mal neu. Ich schreibe alle Infos rein. Und genau, da könnt ihr immer wieder nachschauen, folgt mir gerne auf Instagram, dann verpasst ihr nichts. Und dann würde ich sagen, würde ich mich über ganz liebe Kommentare sehr, sehr freuen. Schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen zu den Produkten oder wenn ich euch mit irgendetwas vielleicht anfixen konnte oder ja, ihr vielleicht etwas, wie gesagt, schlecht findet, was ich gut finde oder andersrum. Ich freue mich immer davon, super darüber von euch zu lesen, so langsam. Und ja. Dann würde ich sagen, habt noch ein ganz, ganz tolles, freies, naja, Wochenende kann man nicht sagen, aber tolle, freie Feiertage oder einen tollen Tag. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, das heute hochzuladen oder ob es erst morgen online kommt. Das werden wir jetzt sehen. Jedenfalls, ja, fühlt euch ganz, ganz lieb von mir gedrückt, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nika.